Hallo und willkommen zu einem neuen Technikvideo. Heute möchte ich euch eine kleine Miniatur-Action-Cam vorstellen, die mir freundlicherweise von dem Online-Shop TMart zur Verfügung gestellt wurde. Und es handelt sich hierbei um, ja, die Typbezeichnung hier ist angegeben mit einer Pet-Cam. Also hier ist angegeben, dass man die quasi seinem Haustier, seinem Hund, seiner Katze umschnallen kann und dann im Endeffekt sieht, was das Tier sieht, aber das ist natürlich nur ein Verwendungszweck. Ich weiß auch nicht, ob ich das ausprobieren möchte. Jedenfalls generell, die eigentliche Typbezeichnung ist gar nicht mal so leicht herauszufinden. Ist angegeben mit HD 720 Multifunctional 900kp Sport Video Camcorder. Ja, man sieht ja schon Video, Foto, Music und ja, ist recht unspektakulär, die Verpackung, aber auf jeden Fall nimmt sie auch in 720p HD auf, was ganz cool ist für so ein kleines Gerät. Aber ich packe das Ganze einfach mal aus. So, ja, hier ist nichts weiter drin. Und hier haben wir dieses gute Stück, man sieht auf der Rückseite ist so ein Clip-Button, damit kann man die sich anstecken, ist natürlich sehr praktisch. Hier ist schon ein Knopf, hier ist wohl Lautsprecher und ja, so sieht das Ganze dann eigentlich aus. Man sieht hier also in der Mitte die eigentliche Kameralinse und hier oben ist dann so eine LED-Anzeige, die dann eben anzeigt, ob sie läuft oder nicht. Ja, an Zubehör, was haben wir an Zubehör dabei? Da haben wir hier so eine Schnur, das ist dann wohl die Umhängeschnur zum Befestigen, zum Tragen, je nachdem, wie man das dann handhaben möchte. Dann haben wir hier ein Ladestecker mit USB-Anschluss und eben ein Micro-USB-Kabel, ganz so wie ihr es von eurem Smartphone auch kennt. Ist auch da genau dasselbe im Prinzip. Also dieselbe Prinzip. Es ist das Aufladekabel und auch Verbindungskabel für den PC. So, dann werde ich gleich mal die Bildqualität und die Funktion testen und euch einen Eindruck verschaffen, wie die Bildqualität ist. Zum Handling der Kamera muss ich sagen, da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen. Hier oben ist ja dieser Schalter, mit dem man dann die Funktion eben einstellt. Also wenn man ihn nach oben schiebt, dann ist, glaube ich, der Fotomodus. Jetzt hier in der Mitte sollte eigentlich der Ruhemodus sein. Trotzdem blinkt die LED hier irgendwie. Und wenn man den Schalter eben ja, nach unten schiebt, dann ist das für die Videoaufnahme zuständig. Und dann hat man eben hier dieser Knopf, den drückt man zum Fotografieren, zum Videoaufnehmen oder auch für Tonaufnahmen. Das ist wohl, je nachdem, wie man es, wie oft oder wie lange man es drückt, aber da müsste ich dann eben auch nochmal in die Bedienungsanleitung schauen. Ich habe es, wie gesagt, leider noch nicht so ganz gerafft.
Aber das kann ja nur eine... das kann ja nicht so schwer sein. Ja, ansonsten erwähnenswert wäre eben noch, dass... sieht man das hier? 8 GB Speicher intern ist. Das ist eigentlich ganz üppig. Und hier sind nochmal die technischen Daten aufgelistet. Also Videoformat AVI, Videoencoding MJPEG und Videoauflösung 1280x720p mit 30 Frames. Fotoformat JPEG, auch eine recht hohe Auflösung für so ein kleines Gerät. Und ja, es ist auf jeden Fall bis Vista, beziehungsweise bis Windows 7 ist es auf jeden Fall kompatibel oder eben auch für Mac OS oder Linux. Die Bilder übertragt ihr natürlich ganz einfach per Micro-USB-Kabel. Es wird dann automatisch ein Treiber installiert und ja, das ist natürlich kein Problem. Das geht recht einfach vonstatten. Ja, ich habe es ja getestet, ihr habt die Bilder jetzt gesehen, beziehungsweise die Videos jetzt gesehen. Es scheint ja für den günstigen Preis, diese Kamera ist für, ich glaube, 36,91 € im Shop dort erhältlich. Und dafür ist sie eigentlich relativ robust verarbeitet. Also das Ganze macht einen sehr stabilen Eindruck und ja, die Videoqualität hat mich also für die Preisklasse doch überrascht. Das ist relativ in Ordnung. Da kann man eigentlich nicht meckern. Da gibt es also Action-Cams, die also selbst mit der 720p-Auflösung locker um die 70-80 € kosten. Und hier für 36 € ist das echt ein Schnäppchen, könnte ich sagen. Ja, soweit also mein kleiner Videotest zu dieser Action-Cam. Wie gesagt, ich habe euch das unten verlinkt zu dem Shop und ja, wer mag, kann ja gerne mal vorbeischauen. Ich hoffe, das war einigermaßen hilfreich und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.